Mein Name ist Wolfgang Matzl, ich bin Jugendkoordinator der Stadt St. Pölten. Was ist der Freiraum? Der Freiraum ist die Jugendkulturhalle der Stadt St. Pölten, wurde gegründet 2004, ins Leben gerufen, auf eine Initiative beruhend von jungen St. Pöltener engagierten Künstlern und Besucherinnen. Wurde gegründet als nicht kommerzielle Einrichtung im Jugendkulturbereich, sprich wir veranstalten Konzerte, Clubbings, Lesungen, Theaterstücke, alles im Jugendkulturbereich, im Subkulturbereich. Und bei uns sehen Sie Veranstaltungen, die kein kommerzielles Potenzial haben im Normalfall. Das heißt Veranstaltungen, die sich ein ökonomisch wirtschaftender Betrieb kaum leisten könnte. Bei uns gibt es die Möglichkeit, das aufzuführen. Wir haben ein sehr breites Spektrum, wir legen uns selbst keine Grenzen auf. Das Einzige, was für uns wichtig ist, die Veranstaltung muss im Bereich Jugend und Subkultur stattfinden. Und da gibt es viele Genres, wie wir wissen. Wir haben ein paar große Schwerpunkte, die sehr gut besucht sind, zum Beispiel Metal oder einen Indie-Club, der gut besucht ist. Daneben aber finden genauso Punk-Konzerte statt oder Singer-Songwriter-Auftritte. Also ein sehr breit gemischtes Feld bieten wir hier. Üblicherweise in kulturelle Einrichtungen dieser Art werden meistens in alte Gebäude adaptiert. Das heißt, man passt sich an den Räumlichkeiten, die man vorfindet. Wir haben jetzt wirklich die einmalige Chance, von Grund auf neu zu planen, von Grund auf festzulegen, wie die Räumlichkeiten ausschauen sollen und werden. Und wir sind da mit großer Begeisterung dabei, weil wir wissen auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, im bestehenden Gebäude, es gibt natürlich manche Schwachstellen, es gibt manche Punkte mit Ecken und Haken, wo man im Alltag manchmal sich wünschen würde, es würde anders ausschauen. Und mit all unserer Erfahrung, mit dem ganzen Know-how, können wir jetzt wirklich eine komplett neue und tolle Location von Grund auf planen und umsetzen. Es war eine richtige Teamarbeit auf Augenhöhe. Wir sind mit allen unseren Ansprüchen und Anliegen gut aufgenommen und wahrgenommen worden und es wurde wirklich hier versucht, das nach allen unseren Anforderungen umzusetzen und ich glaube, es ist sehr gut gelungen.